Also im Allgemeinen beobachten wir eigentlich immer wieder, dass der administrative Aufwand unterschätzt wird. Die Familien verklüpfen fast ein bisschen, was es alles zu tun gibt. Also ich bin der Marc Walter, bin seit gut 2,5 Jahren angestellt bei einer Bestattungsfirma im Kanton Bern. Bei einem Todesfall, vor allem bei einem unerwarteten Todesfall, da kommen gewisse administrative Sachen auf einem zu, für das ein bisschen zusammenzufassen. Man muss informieren, sei das die Familie oder der Arbeitgeber. Man muss abmelden bei der Gemeinde, man muss anmelden bei einem Bestattungsamt und man muss die ganzen Sachen organisieren. Man muss sich den ganzen Post annehmen, auch Rechnungen. Man muss zahlen. Vielleicht hat die verstorbene Person noch Schulden gehabt. Man muss mit den Gläubigern Kontakt aufnehmen und eine Lösung finden. Was sind alles für Vertragsbeziehungen eingegangen worden zu Lebzeiten, die jetzt so nach dem Todesfall nicht mehr gebraucht werden? Das heisst, man muss die Vertragspartner informieren, die Verträge künden. Darum muss man dort gut mit etwa 30 bis 40 Stunden noch mal rechnen, um das abwickeln zu können. Ich denke, es ist wichtig, dass eine Familie weiss, dass sie gewisse Punkte abgeben können. Also sie dürfen Sachen selber machen, sie müssen aber nicht. So spürt jeder selber, was für ihn richtig ist. Durch das, dass wir den grossen Aufwand vom Administrativen der Familie abnehmen können, gibt es für die Familie Zeit und Raum. In dieser Zeit erledigen wir die Anmeldungen auf den Ämtern, sei das Zivilstandsamt oder das Bestattungsamt. Und so gibt es für die Familie natürlich Zeit zum Trauern. Unsere Rolle im administrativen Bereich ist die, dass wir mit den Angehörigen besprechen, wo sie Unterstützung brauchen. Wichtig ist uns dort, dass wir den Bedarf evaluieren und dann sind wir genau für diese Punkte da. Die grossen Punkte hat man eigentlich schnell mal zusammen, aber es ist wichtig, dass man auch die Feinheiten kennt. Und daher empfiehlt sich, Rat zu holen. Vor allem, wenn junge Leute unerwartet sterben, da gibt es ganz viel, wo man wirklich nicht damit gerechnet hat. Ist das zum Beispiel ein Facebook-Profil, man hat kein Passwort, E-Mail-Konto, wenn man gerne die E-Mails sehen will oder auch auf das Konto löschen. Und da macht es schon Sinn, dass man sich vorbereitet. Vorbereitung gibt Sicherheit.